Miriam, du bist in der Märli-Welt, passt ja zur Weihnacht. Märli erzählt man natürlich auch zu der Weihnachtszeit. Wie bist denn du überhaupt dazu gekommen, zum Geschichten schreiben, wo jetzt hier zwei Bücher hast? Wie hat das angefangen? Hast du schon in der Schule gerne geschrieben? In der Oberstufe haben wir so ein paar Aufsätze müssen schreiben und dort hat es so langsam angefangen. Aber so wirklich angefangen hat es hier in diesem Haus, in einem Bruderhaus. Ich habe ja das Sozialjahr gemacht und die Aufgabe war, dass man ein Märchen für die Familie macht. Und so ist dann halt das erste Märchen entstanden. Mhm. Und eins habe ich mal angefangen dort, also ein zweites. Und dann hat sich das rausgezögert. Also immer wieder, in einem Jahr habe ich vielleicht mal eins geschrieben oder vielleicht auch zwei. Und dann mal längere Pause gemacht. Aber ich glaube, etwa 7 Jahre habe ich daran gearbeitet, an meinem ersten Märchenbuch. Und es ist dort, am Anfang war es eigentlich mehr eine Illusion und dann ist es zu einem Traum geworden und dann ist er immer greifbarer geworden und dann, ja, du hast mir ja geholfen, um es zu verwirklichen. Ja, und seitdem hat es ja dann das Märchenbuch gegeben und das zweite war ja meine Maturaarbeit. Die, ja, es hat ja geheißen, mach etwas, was man gerne macht. Mhm. Und ja, ich schreibe gerne Märchen und dann habe ich gedacht, ja, machst du ein zweites Märchenbuch? Und damals habe ich natürlich, es war weniger als ein Jahr, habe ich auch wieder 7 Märchen geschrieben. Und das Thema war dann Wasser. Also im anderen sind sie ziemlich frei. Hier habe ich einfach ein Leitmotiv Wasser, ob es jetzt das Meer ist oder der Regen oder der Fluss oder der Brunnen. Und weil das Wasser hat ja die verschiedenen Bedeutungen. Und das habe ich dann erarbeitet in der Märli und auch dann im Theorieteil. Mhm. Ja. Das Buch da, Malerisch meisterhafte Märchen, da heisst noch Kunstmärchen. Was ist denn das Kunstmärchen? Was ist denn da? Was gibt es für verschiedene Arten von Märchen? Ja, die Märli selber sind ja aufgeschrieben, also sie sind ja mündlich immer weitergegeben worden, bis sie dann einmal aufgeschrieben worden sind. So man wirklich ein Märchen sein, muss es über mehrere Generationen mündlich weitergegeben worden sein. Aber ein Kunstmärchen ist ein Märchen, das von einem Autor oder eben Autorin frei erfunden worden ist. Das heisst, du hast die natürlich erfunden. Das ist ein ganz dickes Buch, also da hast du sehr viel Fantasie gebraucht. Ja. Wie kommt ihr die Idee, um nachher ein Märchen zu schreiben? Oder um das Fundament für ein Märchen zu haben? Einerseits schaue ich immer wieder gerne Märchen oder schaue auch Filme. Und irgendwie nimmt man einfach die Sachen auf und dann tut das Unterbewusstsein das verarbeitet und zack, ist dann eine Idee da unten. Ich weiß auch nicht, ich habe mit meiner Mutter mal etwas geredet und dann hat sie irgendetwas gesagt. Und dann ist mir einfach etwas Sinn, obwohl es überhaupt nicht mit dem zu tun hatte. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich wirklich eine Idee, jetzt weiss ich, wie ich eine Geschichte schreibe. Und sie war ein bisschen verwirrt, oder? Wieso hast du jetzt eine Idee? Und wir haben doch jetzt über etwas anderes geredet, hast du mir zugelassen? Ich so, ja, mal schon, aber ich weiss auch nicht. Irgendwie schafft mein Unterbewusstsein, sammelt, zugt die Ideen ein und schafft eben daran, nicht so reden oder so. Wie lange brauchst du, um so schreiben? Also, bringst du es mal zu Papier, überarbeitest es oder schreibst du einfach in einem Fluss? Wie läuft das ab? Es ist verschieden. Ich habe jetzt hier eine Geschichte rein. Ist das, glaube ich, die erste Geschichte, die ich vorlese? Die habe ich in 2 Stunden geschrieben. Also, es ist nach viel kürzer als diese, muss ich sagen. Ja. Darum ist auch, habe ich so 2-3 Stunden also bin dran gewesen. Und die kürzeste von hier habe ich auch einen Tag. Aber zum Teil schreibe ich dann einfach Etappen. Und dann überlege ich mir, wie soll ich weiterfahren soll. Was ist jetzt ein guter Schachzug, was ich machen soll? Aber die eine Geschichte hier, eine zweite, hatte ich auch recht kurz. Und zum Teil habe ich dann ein bisschen länger Pause gemacht, um zu überlegen. Und auch mit dem Symbol musste ich natürlich auch noch arbeiten. Die habe ich dann auch wieder überarbeitet. Aber wirklich geschrieben habe ich sie, die eine wirklich in so 2 Stunden. Aber es gibt so Tage, oder? So, dann fließt es einfach. Und zum Teil musst du einfach schon noch überlegen, oder? Dass es dann nicht irgendwie unlogisch wird. Und genau. Jetzt hast du 2 Bücher gemacht. Hast du noch weitere Pläne, um noch weitere Veröffentlichungen rauszugeben? Oder ist jetzt das mal vorläufig der Schluss?
Ich habe ja schon mal eine größere Geschichte angefangen, aber bin jetzt irgendwie ein bisschen in den Stocken geraten und es ist ja so viel gelaufen, weil Matura habe ich abgeschlossen, jetzt bin ich an der Uni und das ist auch intensiv und ich behalte es im Hinterkopf. Momentan bin ich ja jetzt mehr am Märchen erzählen, oder? Ja. Das ist natürlich auch sehr lässig, also auch mein Element. Und mal schauen, also meine, es läuft mir ja nicht weg. Ja. Du hast ja noch lange Zeit. Ja, ich bin ja noch jung. Genau. Du hast ja mal angefangen beruflich als Dentalassistentin. Dann hast du Berufsmatura gemacht. Dann hast du noch Gymnasialmatura gemacht. Mhm. Und jetzt studierst du Kunstgeschichte. Das ist natürlich ganz etwas anderes als beim Zahnarzt. Ja. Aber das passt dann schon eher zu dem Bereich. Warum Kunstgeschichte? Geschichte hat mich schon immer interessiert. Es ist aber mit der Zeit hat sich einfach wirklich geändert, weil die allgemeine Geschichte hat mich jetzt nicht so interessiert, sondern einfach wirklich so eben Schlösser, Kirche, die Architektur und dann immer so, oh, das schönes Gebäude und die schönen Kleider und alles und es geht wirklich, es ist dann einfach so wie übergeflossen in Kunstgeschichte, weil das einfach mehr mit dem zu tun hat als die allgemeine Geschichte und weil ich wissen, der Krieg war und so. Also, ja, das ist jetzt nicht meins, aber wirklich, jetzt hatte ich zwei Vorlesungen. Das eine war über kirchliche Kunst, also im 20. Jahrhundert. Mhm. Und mittelalterliche Throne über Kathedra Petri oder den Karlsthron. Und es waren eben recht unterschiedlich von den Themen her und von den Jahren auch. Aber es war beides mega spannend, hat mir mega gefallen. Und jetzt mal schauen, nächstes Semester kann ich eine Einführung in Architektur haben. Auf das freue ich mich schon. Ja, also das ist sicher dein Gebiet, wo du jetzt am richtigen Ort bist. Das merkt man natürlich auch. Und eben, ja, passt natürlich auch zu deinem Märchen, wo du hier schreibst und eben erzählst. Also, dann bist natürlich du im Kostüm, gell? Genau, was passend ist. Wie bist du dazu gekommen, um Märchen zu erzählen? Was hast du da für ein Publikum? Also, wenn ich dazu gekommen bin, ich glaube, es war vor 2,5 Jahren gewesen. Da habe ich beim Jukult da vorne gelesen, da oben in dem kleinen Räumchen auf dem Kirchenplatz dort, ist Elisabeth Metzler gekommen. Und dann hat sie mich angefragt, ja, im Juni dürfen wir auf dem Gräblang Märchen erzählen, ob ich Lust habe. Und dann so, ja, probieren wir mal. Und am Anfang war ich natürlich sehr nervös, ich hatte noch nie freie Geschichten erzählt. Mhm. Und dort habe ich noch eigene Märchen geschrieben und erzählt. Und ja, aber es ist ja gut, für den Anfang war es eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Aber man merkt jetzt schon wirklich eine Steigerung, durch das, dass man Übung hat. Und das Publikum, es sind schon immer mehr ältere Leute, also Erwachsene. Kinder jetzt leider nicht so viel, aber ich habe auch schon ein paar Mal von Kindern gelesen oder erzählt. Und wenn im Bruchtalfest dieses Jahr habe ich auch Märchen erzählt. Das eine dann auch daraus, dass die Sage der Regenblume habe ich erzählt. Und dann habe ich eigentlich immer das gleiche Programm gehabt. Dann sind die Kinder dreimal gehen los. Und ich so, das ist im Fall das Gleiche. Und sie sagten, das ist nicht so schlimm. Haben sie es einfach noch mal hören? Ja, sie haben es cool gefunden, weil ich das so lebendig erzählen und haben das lässig gefunden. Eben, die Märchen sind ja nicht nur für Kinder, oder? Genau, also, ja. Gerade hier in diesem Buch hat es natürlich Märchen, wo es dann schon noch zu einem hergeht. Also. Ja, ich sage es immer allen, es ist nicht wirklich, sie sind es zuerst selber durch, bevor sie es den Kindern vorlesen. Und ja, hier hat es natürlich auch 1, 2, 3, die nicht unbedingt für Kinder gehen, weil sie es einfach noch nicht verstehen. Mhm. Ja, also Märchen für auch Erwachsene, kann man ganz klar sagen. Definitiv. Ja. Jetzt wollen wir natürlich so eins hören. Du liest jetzt eine Geschichte vor. Was ist das für eine Geschichte? Ich sage, der Unsterblichkeit lese ich vor. Es ist so eine, wie sagt man, so ein Prequel. Ich habe davor auch schon die Unsterblichkeit geschrieben im ersten Buch. Und das ist eine Vorgeschichte eigentlich zu dieser Geschichte. Okay, sind wir gespannt. Ja. Okay. Die Quelle der Unsterblichkeit. Die sagenumwobene Quelle der Unsterblichkeit. Gibt es sie wirklich oder ist sie nur ein Mythos? Viele Frauen und Männer machten sich auf den Weg, diese Quelle zu suchen. Kein einziger kehrte je zurück.
Der junge Alexander wollte diese finden, um von ihr zu trinken, seit ihm sein Großvater davon berichtet hatte. So erzählte er jeden Abend vor dem Schlafengehen von seinen Plänen und wie er sie ausführen wollte. Sie sollten alle noch über ihn staunen. Seine Pläne änderten sich von den Jahren, doch sein Wille, die Quelle zu finden, war ungebrochen. An einem schönen Abend wollte Alexander seine neueste Vorgehensweise erklären. Da unterbrach ihn sein Vater. »Mein Sohn, das klingt sehr gefährlich. Bist du sicher, dass du dies wagen möchtest?« »Gewiss, Vater. Zweifelt ihr etwa meinem Mut?« »Nicht doch, aber ich habe gestern ein Gespräch von zwei alten Damen mitbekommen. Diese behaupteten zu wissen, dass die Quelle der Unsterblichkeit nur durch den Traum erreicht werden kann.« »Wie soll das gehen, Vater? Ich träume jede Nacht, aber die Unsterblichkeit habe ich dennoch nicht erlangt. Was soll ich tun?« Seine Mutter antwortete: »Schlafe draußen auf der Wiese unter dem Apfelbaum. Der Nachthimmel wird deinen Horizont erweitern und die Sterne werden dich zur Höhle tragen, und in der du das findest, wonach du dich schon so lange sehnst.« »Glaubt ihr wirklich, dass dies wirken wird?« fragte Alexander aufgeregt. »Wenn du daran glaubst, bestimmt.« Seine Mutter lächelte ihn an. Der junge Mann erhob sich hastig von seinem Stuhl, nahm sich eine Decke und stürmte aus dem Haus. Kurz bevor die Tür hinter ihm zuknallte, hörte man ihn ein »Gute Nacht« rufen. Die Eltern schüttelten amüsiert den Kopf und räumten den Tisch ab. Alexander legte sich unter den blütetragenden Apfelbaum und betrachtete durch ihn die Sterne. Er dachte bei sich: »Ich habe das Gefühl, heute ist der Tag. Schon so viele Jahre warte ich darauf. Es muss heute geschehen. Ich glaube fest daran. Jetzt muss ich aber schnell einschlafen, damit ich träumen kann.« Der junge Mann deckte sich zu und schloss mit einem Lächeln die Augen. Eine Eule flog über die Wiese hinweg und setzte sich auf einen Ast im Apfelbaum. Alexander hatte einen schönen Traum. Er stand inmitten einer Blumenwiese und die Sterne am Himmel funkelten in hellster Pracht. Auf einmal sah er eine Sternschnuppe. Doch sie verschwand nicht wie üblich, sondern raste auf ihn zu. Bevor er wegrennen konnte, leuchtete vor ihm ein helles Licht. Es sagte: »Berühre mich und ich bringe dich, wohin du auch immer willst.« »Wirklich überall hin?« Das Licht leuchtete heller. »Überall hin. Weißt du, wo die Quelle der Unsterblichkeit zu finden ist? Könntest du mich dahin bringen?« »Ein Stern weiß alles und sieht alles. Berühre mich und du wirst im nächsten Moment da sein.« Der junge Mann zögerte und streckte seine Hand dann zum Licht aus. »Glaube mir, Alexander, und zögere nicht.« Er berührte mit seinen Fingerspitzen den Stern. Der junge Mann wurde vom Licht durchflutet. Im nächsten Augenblick stand er vor einer Höhle hoch in den Bergen. In seiner Hand hielt er einen merkwürdig aussehenden Stein. Eine süße Stimme in seinem Kopf erklang und sagte: »Verliere den Stein nicht. Er ist für die Rückreise ins wahre Leben.« Bevor er den weißen Stein in seine Hosentasche stopfte, begutachtete er im Schein des Mondes. Danach nahm er die brennende Fackel beim Eingang in die Hand. »Werde ich bereits erwartet?« Vorsichtig ging er in die Höhle, den Gang entlang, immer tiefer. Neben ihm plätscherte ein leises,
ein kleines, leises Rinnsal von einem Bach. Das Plätschern wurde immer lauter. Auf einmal fielen die Lichtstrahlen des Feuers auf die Quelle. Wasser sprudelte aus ihr, als ob es eine ganz normale Quelle wäre. Er steckte die Fackel in eine Ritze in der Wand und wollte gerade niederknien, da sagte jemand zu ihm: Dachtest wohl, es sei so einfach, hierher zu kommen und aus der Quelle zu trinken? Nein, Bursche, das ist es nicht. Ich lasse niemandem die Unsterblichkeit erlangen. Sie gehört mir alleine. Ich bin ihre Wächterin. Gibt es wirklich keine Möglichkeit? Wenn ich davon trinke, könnte ich für immer euer Diener sein. Das hat noch niemand vorgeschlagen. Nun gut, ich stelle dir 3 Fragen. Und wenn du sie richtig beantwortest, darfst du aus der Quelle trinken. Alexander nickte und die Stimme fuhr fort. Erste Frage. Welche Blume sahst du in deinem Traum als erstes? Warte, das weiß ich. Lass mich einen kurzen Moment überlegen. Alexander erinnerte sich an die Blumenwiese, in der er gestanden hatte, als der Stern zu ihm runterkam. Aber was waren das für Blumen gewesen? Er hatte nicht genau darauf geachtet, da das Licht des Mondes die Landschaft zu wenig erhellt hatte. Und wie lautet die Antwort? Ich weiß es nicht, ich muss raten. Wie heißt die Lieblingsblume meiner Mutter? Ich glaube, es ist die Labiola. Es waren Labiolas. Richtig. Alexander klatschte vor Freude in die Hände. Woraus besteht ein Stern? Der junge Mann machte große Augen. Woher sollte er das wissen? Er hatte ja nur das helle Licht gesehen. Da kam ihm die Idee. Er griff in seine Hosentasche und tastete den Stein darin ab. Es ist ein weißer Stein, der im Licht des Mondes bläulich glänzt. Er ist rau und kantig. Ich glaube, er besteht aus den wertvollsten Edelsteinen und zusammen ergeben sie den funkelsten und schönsten Stein, den es gibt, den Stern. Wie könnte er sonst so klar sein? Richtig. Alexander nahm den Stein fest in seine Hand. Nun die letzte Frage. Was bin ich? Könntet ihr ins Licht der Fackel treten, sodass ich euch erkennen kann? Wie sollte ich euch erkennen? Das ist die Frage. Also, was bin ich? Ihr seid kein Mensch. Ihr seid ein magisches Wesen. Weiter. Da ihr euch nicht zeigen wollt, glaube ich, ihr seid hässlich und darum eine Hexe. Richtig. Die Hexe trat aus dem Schatten und blickte ihn zornig an. Deine Schlussfolgerung war sehr gewagt. Ich hätte auch ein hässlicher Troll sein können oder eine schöne Fee. Für einen Troll habt ihr viel zu kluge Fragen gestellt. Trolle sind dumm. Und eine schöne Fee strahlt eine Aura aus, die jeden fröhlich macht und alle Angst nimmt. Das habe ich nicht gespürt. Woher weißt du das alles, Bursche? Mein Großvater hat mir Geschichten erzählt und ich glaube fest daran, dass diese stimmen. Nun, Hexe, ich habe alle 3 Fragen richtig beantwortet. Löst euer Versprechen ein und lasst mich aus der Quelle trinken. Die Hexe grummelte wütend vor sich hin. Alexander kniete sich vor die Quelle, legte seine Hände wie eine Schale aneinander und fing ein wenig Wasser ein. Er hob seine Hände hoch, legte sie an seinen Mund und öffnete diesen. Im selben Moment packte die Hexe ihn bei den Haaren und drückte ihn vornüber in das kleine Rinnsal des Bächleins. Dieses
war nun kein Rinnsal mehr. Alexanders Kopf tauchte unter Wasser. Trink, du neunmal kluger Bursche, und ersticke daran! Der junge Mann versuchte sich zu wehren. Doch wo waren seine Arme und wo sein Körper? Er nahm nur noch seinen Kopf unter Wasser wahr. Versuche klar zu denken. Der Stern sagte mir, der Stein sei für die Rückreise ins wahre Leben. Ich glaube fest daran, dass ich jetzt aufwache. Der Griff löste sich. Das Wasser verschwand. Alexander lag auf der Wiese unter dem Apfelbaum. Puh, das war knapp. Glaubst du wirklich, dass ich dich nun gehen lasse, da nun deine Lippen mit dem Wasser der Unsterblichkeit benetzt sind? Alexander schrie vor Entsetzen auf. Die Hexe stand bei seinen Füßen und bewegte sich langsam auf ihn zu. Der junge Mann rappelte sich schnell auf und warf ihr die Decke zu. Sie wischte diese mit Leichtigkeit beiseite. Du entkommst mir nicht! Verzweifelt drückte sich Alexander an den Apfelbaum. Ein Kreischen war zu hören und etwas stürzte aus dem Geäst auf die Hexe nieder. Diese schrie und versuchte sich mit ihren Händen zu schützen. Die Eule setzte ihren Angriff fort. Die Hexe duckte sich und versuchte, auf den jungen Burschen loszugehen. Der Vogel machte einen Schwenker und flog direkt vor Alexanders Gesicht. Dieser wollte weglaufen, doch es schien, als würde der Baum ihn festhalten. Eine Handbreit trennte die wütende Hexe und die Eule, die nun in der Luft vor dem jungen Burschen zu schweben schien. Die großen, runden Augen des Vogels begannen grell zu leuchten. Die Hexe schützte ihre Augen vor dem blendenden Licht und machte einen Schritt rückwärts. Alexander atmete ganz schnell vor Aufregung. Ich lasse mich nicht von einer Eule daran hindern, diesen Burschen für seinen Frevel zu töten. Die Eule begann stark mit ihren Flügeln zu flattern, sodass ein starker Wind aufkam. Ha! Ihr könnt mich mit solch schwachen Tricks nicht aufhalten. Ich bin zu mächtig für euch. Da kreischte die Eule. Wirf den Stein, Alexander! Dieser griff in seine Hosentasche, zog ihn heraus, duckte sich unter dem Vogel hindurch, warf den Stein und traf die Hexe am Kopf. Hey, du! Sie konnte ihren Ausruf nicht mehr beenden, da sie auf einmal verschwunden war. Der Vogel setzte sich zufrieden auf den untersten Ast des Baumes und sprach: Die Hexe wird dich nicht noch einmal bedrängen. Was ist mit dir passiert? Wo ist sie? Sie ist an einem anderen Ort, von wo aus sie dich nie mehr erreichen kann. Gar niemanden mehr. Alexander zögerte, bevor er seine nächste Frage stellte. Dann sagte er: Aber was ist nun mit meiner Unsterblichkeit? Sie wollte mich deshalb töten. Du bist nicht unsterblich. Unsterblich ist bloß der Glaube an die Unsterblichkeit, sagte die Eule. Aber, stotterte Alexander ratlos, vertraue einfach einer weisen Eule und erzähl von all dem nichts weiter. Niemand würde dir Glauben schenken. Mit diesen Worten spannte die Eule ihre Flügel und flog in den Nachthimmel.